Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich habe heute viel vor. Mein Akku ist leider schwach, aber ich filme ansonsten einfach mit dem Handy weiter. Und zwar geht es heute für mich daran, die letzte Verkleidung anzubringen. Ihr seht, die hat hier ist hier schon mit einem so einem Clip festgemacht. Wir haben am Wochenende den Lautsprecher angelötet. Ich sehe gerade, der ist hier noch nicht so perfekt festgeschraubt. Mache ich gleich noch. Auf jeden Fall haben wir den angelötet und haben den dann nachher in der Verkleidung angeschraubt. Und jetzt können wir endlich die Verkleidung anbringen. Dann wird der Radkasten angebracht. Das mache ich dann im nächsten Schritt. Der ist ja schon fertig, den hole ich nachher. Und dann vermesse ich hier immer noch die Stelle. So, wir können hier ja die Verkleidung nicht festmachen und hier nicht. Und wir wollten hier noch so ein Holz anbringen, so eine Leiste, wo dann das Bedienteil von der Standheizung integriert ist, sodass wir die hier am Bett dann gleich da drauf drücken können und alles. Das vermesse ich. Und dann hoffe ich, dass ich das alleine hinbekomme, das Bett wieder einzubauen. Die Sache ist, eigentlich müsste dafür der Gurt hier ab. Da muss ich auch mal schauen, ob ich das schaffe. Ja, genau. Also das Bett muss als erstes rein und danach die Küche. Ich schaue, wie weit ich komme. Am liebsten wäre es mir natürlich. Okay, da oben ist ein Nachbar auf dem Balkon. Der sieht mich nicht, weil die Scheiben sind ja getönt. Also ich sehe ihn. Aber er sieht mich nicht. Ich hoffe, er hört mich nicht. Oh mein Gott, ich kann einfach leiser sprechen. Das ist ein bisschen gruselig. Was wollte ich sagen? Ich hoffe, ich komme ganz, ganz weit. Also Verkleidung, Radkasten, ausmessen und dann eventuell halt auch das Bett schon anbringen und dazu eventuell den Gurt abmachen. Genau, dann im nächsten Schritt, ich weiß nicht, ob ich das heute überhaupt alles schaffe, aber auf jeden Fall im nächsten Schritt muss dann die Küche eingebaut werden. Die wird mit dem Boden verschraubt. Dazu brauchen wir aber noch Winkel, also die sind auch noch nicht da. Und dann müssen die Gardinen angebracht werden. Und dann ist zumindest erstmal von Einrichtung alles wieder drin. Aber was auf jeden Fall noch fehlt, was wir aber erst am Mittwoch machen können, und zwar zu zweit, ist die Deckenverkleidung. Die ist ja noch nicht angebracht. Genau. Oh Gott, der Nachbar ist echt gruselig. Ich mache mich jetzt hier mal an die Verkleidung und melde mich danach wieder, wenn sie hoffentlich dran ist. Ich hoffe, der verschwindet noch von seinem Balkon, weil ich muss nämlich gleich hämmern und ich weiß ja nicht, ob der gesehen hat, dass ich reingegangen bin. Und dann kommen mir komische Geräusche raus. Also das ist echt, wir bauen ja nicht in der Werkstatt aus, wir bauen hier hinter unserem Haus, in so einem Hinterhof oder wie man das nennt. Hier sind so Garagen und so. Hier bauen wir unseren Bus aus. Unter Dauerbeobachtung von 45 Nachbarn, die alle tagsüber zu Hause sind. Ich meine, ich muss mich nicht beschweren, ich bin ja auch gerade zu Hause, aber ja, nee, ist halt nicht so geil, aber der wird schon gleich wieder reingehen. Ich präsentiere eine angebrachte Verkleidung und einen angebrachten Lautsprecher. War jetzt wirklich keine große Sache. Ich musste nur bei einem einzigen von diesen Clipsen den Hammer verwenden. Und ich gehe jetzt hoch, hole einen Staubsauger, weil hier ist jetzt auch nochmal so Gekrümel überall. Und den brauche ich dann auch, weil ich ja hier bohre. Also ich hole den Staubsauger. Ich hole den Radkasten. Ich hole also den Akkuschrauber mit einem Bohrer und Schrauben. Und bringe den Radkasten an. Und dann muss ich irgendwie sehen, dass ich dieses Jetpack hier rauskriege. Das erscheint mir zwar aktuell noch relativ unmöglich, muss ich persönlich sagen. Und zur Not stelle ich das einfach, während ich das Bett anbringe, stelle ich das vor den Bus und versuche es danach wieder reinzukriegen. Aber ich kriege das nicht alleine die Treppe hoch und auch nicht in den Keller. So eine Scheiße. Also von der Höhe her, das Bett wird 40 cm und hier sind es, glaube ich, weiß ich nicht, 28 oder so. Also das Bett ist höher. Und ihr seht, das Jetpack ist ungefähr so hoch wie der Radkasten. Das heißt, das Bett ist auf jeden Fall drüber. Aber das Bett hat ja auch Beine. Und während ich das Bett hier anbringe, muss ich auch unten drunter kriechen und was auch immer. Da kann ich nicht hier mit dem Jetpack drin hantieren. Vielleicht drehe ich das auch so, dass es dann hier zur Schiebetür rausguckt. Während ich dann hier hinten hantiere, muss ich gucken. Ja, das Jetpack ist bloß halt noch nicht angebracht, weil da kann man die Klappe, die Seite von der Klappe, kann man vertauschen, also in welche Richtung das geöffnet wird. Und das müssen wir noch machen, weil das muss bei uns an der Seite, wo die Schiebetür ist, geöffnet werden. Und aktuell geht es nur zur anderen Seite.
Und damit ist auch der zweite Radkasten dran. Also beide sind jetzt angebracht. Es waren übrigens 4 Schrauben. Auf jeder Seite sind ja 2. Ich hatte das irgendwie vorhin, habe ich 2 Schrauben gesagt. Genau. Ich habe jetzt die würdevolle Aufgabe, zum einen erstmal die hintere Bettplatte zu holen. Dann brauche ich 2 Euro-Boxen, die ich drunter stelle, um zu gucken, wie das mit den Beinen passt, dass da halt auf einer Seite 2 übereinander gestapelte Euro-Boxen hinpassen. Und in einer Euro-Box sind nämlich auch die ganzen Bettbeine überhaupt drin, also werde ich die dann so komplett darunter tragen. Und dann muss ich den Beutel mit den Schrauben finden vom Bett. Und wenn das erste, also die hintere Bettplatte angebracht ist, dann muss ich ja noch die vordere Bettplatte holen. Also muss ich deren auch die Beine anbringen und sowas. Das wird jetzt lustig. Drück mir die Daumen, dass ich das überhaupt schaffe, diese riesen Platten hier runterzutragen. Und ja, genau. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Nein, ich werde dann, also falls das alles so klappt, wie ich es mir vorstelle, werde ich dann wahrscheinlich mit meinem Handy wieder einen Zeitraffer oder sowas machen. Okay, es hat sich echt viel getan. Ihr habt es auch im Zeitraffer schon gesehen. Unser Bett ist drin und hat komplett wieder alle seine neuen Beine. Und ja, ich freue mich super. Der Gurt musste übrigens nicht ab, aber auf lange Sicht hin wird er immer stören beim Bett ausziehen. Also muss er dann später noch ab. Hier ist natürlich noch genug Platz, dass ich dann ausmessen und noch ein Holz anbringen kann. Und ihr seht, ich habe hier ganz doll sauber gemacht. Hier sind noch, ich habe solche feuchten Bodentücher noch aus der alten Wohnung in Chemnitz. Huch! Ist mir auch mein Handy in den Dreck gefallen. Hallo ihr Lieben. Ich filme jetzt mal mit dem Handy. Ich habe nämlich die Kamera mit, aber sie ist nicht geladen. Da ist beim letzten Mal schon der Akku alle gegangen. Und ja, was soll ich sagen? Ich wollte eigentlich gerade die Küche einbauen, beziehungsweise ich werde auch die Küche einbauen, aber leider nicht so wie geplant. Aufgrund dessen, dass wir so viele Veränderungen hier im Bus vorgenommen haben, als die Möbel nicht drin waren, haben wir jetzt ein paar Schwierigkeiten. Die Möbel, die wir halt für den vorherigen Ausbau... Achso, habt ihr das übrigens gesehen? Das ist von Betteinbau. Übelste Blutblase. Habe ich mich mega eingeklemmt. Aber was wollte ich sagen? Dass wir die Möbel, die wir für den vorherigen Ausbau optimal angepasst hatten, nicht mehr so reinpassen, wie wir sie jetzt verändert haben, beziehungsweise weil wir den Bus verändert haben und so weiter. Erste Schwierigkeit. Das Bett geht nicht mehr ganz auszuziehen, es fehlen nur wenige Zentimeter. Das liegt aber einfach daran, dass das Bett jetzt 20 cm niedriger ist und da ist das Auto schmaler an der Stelle, sodass wir das Bett wenige Zentimeter weiter vorne platzieren müssen. Also den hinteren Bettteil, der immer fest ist, der sich nicht bewegt, der ist jetzt praktisch ein ganz kleines bisschen weiter hier, also mehr im Fahrgastraum. Und diese paar Zentimeter fehlen dann zwischen
dem hinteren Bettteil und der Küche, wo der andere Bettteil ausgezogen wird. Also ihr seht ja hier, das ist der, das hier sind ja so viele Beine und das Bein hier gehört zum vorderen Bettteil und wenn es ausgezogen wird, dann nach hier, dann steht das Bett, das Bein weiter hier vorne und das andere Bein gehört zum hinteren Bettteil. Also auf jeden Fall fehlen da jetzt wenige Zentimeter, sodass die, wenn die Platten ausgezogen sind, die obere beziehungsweise halt vordere Platte dann noch auf der anderen drauf liegt und nicht in unsere, wie nennt man das, unsere Konstruktion einrastet. Das heißt, wir müssen hier bei der Platte vorne dran hier noch was absägen, wenige Zentimeter. Das heißt, wir müssen dann aber auch wieder die Beine neu positionieren, weil ich habe die, wenn ihr das hier seht, sehr nah vorne dran festgemacht. Na, und aber zweites Problem ist, die Küche, da drehe ich mal eben die Kamera. Und zwar, die Küche ist jetzt wieder an ihrer alten Position. Die ist ja jetzt weiß und so weiter, ne? Und ich weiß nicht, ob ich euch das gezeigt hatte, aber wir hatten hier hinten dran ein Multifunktionsboard. Ich nenne es so, das liegt jetzt hier vorne. Ich kann euch auch ein Bild von einblenden, falls ich es nicht gezeigt habe. Und das war hier hinten rangeschraubt und ging dann hier hinten hoch. Und ihr seht ja selbst, die Scheibe macht hier so eine Rundung. Ich habe damit gerechnet, dass es knapp werden könnte, aber nicht, dass es gar nicht passt. Sodass wir die Küche, wenn mit so einem Abstand von der Wand hätten, festschrauben müssen. Die Küche ist noch nicht festgeschraubt, die Winkel dazu sind hier, die Schrauben sind da und vorne. Akkuschrauber steht alles schon bereit, ist jetzt halt gleich mein nächster Plan. So, aber das bedeutet, ich musste das Multifunktionsboard abschrauben, beziehungsweise ich habe vorher auch was abgesägt, was nicht so wichtig war. Was man auch an der anderen Stelle dann, also das, was da war, war die Lichterkette, die kann man auch weiter unten halt einfach festmachen, kein Problem. Aber auf jeden Fall hat es trotzdem nicht gereicht. Ich habe dann noch nach einem anderen Platz für die Küche überlegt, auch nicht gut. Also im Endeffekt, ist es jetzt abgeschraubt. Ich blende euch gerade jetzt mal ein Foto ein, wie die Alternativlösung aussehen könnte. Da müssen wir das allerdings oben auf der Arbeitsplatte halt festmachen. Und das können wir dann auch nicht mehr rückgängig machen, weil wir ja dann in die Arbeitsplatte gebohrt haben von oben. Und das sieht man ja dann, wenn man das irgendwann mal abmacht. Das habe ich auch Philipp geschickt, das Foto, weil er ist gerade auf Arbeit. Und ich warte halt einfach darauf, was er dazu sagt, ob er das gut findet. Weil wenn ja, dann schraube ich das da fest. Die Winkel habe ich ja noch vom hinten ran schrauben. Und dann wird es halt so sein. Ich werde jetzt als nächstes erstmal die Küche am eine Bodenplatte festschrauben in ihrer jetzigen Position. Und da gibt es aber wieder noch ein Problem. Seht ihr, hier unten kommt die warme Luft von der Standheizung raus. Da soll eigentlich noch so ein Rohr ran. Also wo wir dann das Rohr wohin auch immer beliebig legen können, also ein flexibles Rohr, dass dann die warme Luft nicht hier unten in die Küche geht und dann bleibt die da, sondern dass die halt rauskommt. Wir haben hier Küchenkisten eigentlich hier unten eine drin gehabt und hier oben eine große und hier waren ja so zwei kleine. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, vielleicht vom alten Ausbau oder ich kann auch noch mal ein Bild einblenden. Auf jeden Fall passt die Küchenkiste hier jetzt aber nicht mehr daneben. Das ist halt auch ein Problem. Also ihr könnt das ja auch noch mal von hier so sehen. Die Küchenkiste geht mindestens bis hier oder so. Also da war am Rand nur Platz für hier am Rand für eine Packung Müsli oder so. Hier ist übrigens auch schon die Farbe abgegangen. Müssen wir dann nochmal überstreichen. Auf jeden Fall ist das jetzt halt so das Problem, wie ihr seht. Und ich habe einfach jetzt so gesagt, da überlegen wir uns noch eine andere Lösung. Da machen wir halt eine andere Kiste, beziehungsweise ich überlege auch einfach, ob wir die Kiste kleiner machen. Das dürfte recht gut gehen, das ist einfach nur eine Holzkiste. Muss dann aber auch an der Stelle, wo gesägt wurde, wieder nachgestrichen werden. Es ist ein absoluter Krampf gerade. Mich nervt es super, dass jetzt dadurch, dass wir halt so viel verändert haben, plötzlich nichts mehr so passt, wie es mal gepasst hat. Beziehungsweise, wir waren so gut im Zeitplan,
Es waren nur noch ganz wenige Sachen, die uns sozusagen gefehlt haben. Zum einen halt der Einbau der Küche. Dann ist immer noch keine Deckenverkleidung dran. Das wollten wir eigentlich gestern machen, aber wir haben gestern stattdessen uns um unsere ganzen Vorräte, Equipment und sowas gekümmert und machen die Deckenverkleidung am Wochenende. Ja. Aber nichtsdestotrotz muss der Bus fertig werden. Ich bin nach wie vor motiviert. Mich nervt es halt bloß, dass wir zum einen so wenig Zeit haben und zum anderen, dass jetzt alles nicht so funktioniert, wie wir das gerne hätten. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Küche festschrauben. Dann ist die schon mal drin, weil ich muss ja nachher mit dem Auto fahren und ich habe keinen Bock, dass mir dann die Küche hinten rumwandert. Dann werde ich abmessen, wie groß die Küchenkiste sein muss. Und vielleicht werde ich die dann auch noch sägen. Das ist jetzt vielleicht ganz sinnvoll, ne? Sägen und wieder zusammenschrauben. Ich hoffe, Philipp findet es in seinem Sinne, dass ich jetzt einfach hier so eine Kiste zerlege.